Suli Suli zum die Sims 4 Pferderanch Erweiterungspack Preview Special. Ich bin Daniel von SimFans.de und bei diesem Video handelt es sich um Werbung, da ich als Teil des EA Creator Networks einen Vorabcode für das Pferderanch Erweiterungspack bekommen habe. Vielen lieben Dank an EA, euch jetzt ganz viel Spaß, Daumen nach oben nicht vergessen, Dankeschön. So, und heute geht's um die Welt. Chestnut Ridge heißt die ganze. Wir haben eine Welt mit 13 Grundstücken. Erstmal kurz die Weltbeschreibung. Die Gemeinschaft bildete sich, als verschiedene Gruppen mit einer engen Verbundenheit zu Pferden und dem Land zusammenkamen. Die Gegend wurde bald darauf zum Dreh- und Angelpunkt für alle mit Pferden in Verbindung stehenden Dinge. Die Stadt, die in eine wunderschöne und weitläufige Landschaft eingebettet ist, ist nun für die Aufzucht und für das Training von Pferden bekannt. Mit der Zeit erlangte die Gegend zudem für eine weitere Kunstberühmtheit, da der fruchtbare Boden eine Grundlage für die Nektarherstellung bot. Dank der harten Arbeit aller Beteiligten blühte die Region immer weiter auf, um zu dem zu werden, was Chestnut Ridge heute ausmacht. Ja, wir haben 13 Grundstücke, was ich ein bisschen wenig finde wieder für ein Erweiterungspack. Aber wir haben hier oben eine Nachbarschaft, das sind hier, ist hier die Galoppschlucht. Das ist ja eine sehr weitläufige Gegend zum Reiten und dort gibt es auch die Phantomhöhlen, die es zu entdecken gilt. Dann haben wir hier die Welt, das Städtchen, ne, quasi New Appaloosa heißt das, die historische Altstadt mit dem Reitzentrum Rabbit Hole in der Mitte. Und wir haben hier unten das Satteltal und es sieht so aus, wir haben hier ein 64x64 Grundstück, 30x20, 30x20, 30x30 und 30x40, also eher mittelgroße Grundstücke bis ein sehr großes Grundstück. Und hier haben wir dann auch nochmal 40x30, 20x20, 30x20 Eichenfass, ist eine Lounge. Es gibt keine neuen Grundstückstypen, also keine neue Grundstücksart. Hier ein 30x20 und hier auch ein 30x20. Dann haben wir hier oben eins, das ist ein 20x20. Hier haben wir ein 50x50 immerhin und hier oben ein 20x15. Das ist relativ, finde ich, kleine Grundstücke, wenn man bedenkt auch, dass man natürlich noch viel Stallplatz eigentlich braucht für Pferde und Co. und Gärten und so weiter. Finde ich ein bisschen klein, ein bisschen wenig, aber sie ist ganz schön gemacht, muss man sagen. Wir gucken mal hier uns die Galoppschlucht hier oben an mit drei Grundstücken. Da gehen wir jetzt mal rein. So, die Ladesequenzen sind natürlich hier gekürzt. Wir haben jetzt hier eine Blockhütte, da habe ich schon ein bisschen gespielt. Mehr dazu im Gameplay-Video. Es ist wirklich eine richtig schöne Welt, sehr weitläufig. Aber es gibt nicht wirklich viel zu tun. Man kann hier so ein bisschen reiten, was ganz schön ist auch. Ich mache hier auch mal ein bisschen an. Wir sind hier morgens noch, das Licht ist so ein bisschen noch gedämpft. Ihr seht es auch, ne? Es ist so eine sehr, sehr, sehr ja, Western-Welt quasi. Wir haben hier oben auch so mehr grünere Flecken. Man kann hier überall entlang reiten. Man kann übrigens auch in allen anderen Welten reiten. Ne? Es wurde immer wieder gefragt. Es gibt Angelplätze, Frösche kann man suchen. Aber mehr ist es auch nicht, was es hier gibt. Aber es gibt sehr weitläufige Reitwege. Das Schöne ist auch, es ist wirklich sehr groß. Also wir haben jetzt hier ja ein Grundstück, ne? Diese Hütte, das kleine. Wir haben hier oben unser Hausgrundstück, was wir hier geladen haben. Und hier oben noch eins. Ja, was dann auch nochmal so ein bisschen diese Weitläufigkeit unterstreicht, sind natürlich dann auch diese Brücken zum Beispiel. Es gibt so Flussläufe, man kann auch hier unten hin, ne? Also nicht so, dass man da unten nicht hinkommt. Und natürlich so Deko-Details, ne? Was das Ganze so ein bisschen schöner macht. Es gibt so ein paar Wuhu-Büsche hier, überall dazwischen natürlich diese Reitobjekte, ne? Sprunghindernisse und die Fässer, die gibt es überall. Und es gibt noch so ein paar versteckte Sachen, wie hier zum Beispiel die Höhlen, die es zu erkunden gilt. Und die sind hier unten in der Nähe der Brücke. Da gibt es so Höhlen, die Phantomhöhlen, da unbedingt mal erkunden. Es ist ein bisschen intensiver, ein bisschen mehr als sonst so Höhlen sind. Es ist aber leider kein geheimes Grundstück dahinter, zumindest. Ja, ist das nicht, ja, nicht gesehen worden bisher. Wir haben dann noch wunderschöne ja, Umgebungen, also so im entfernten Gelände. Was mich so ein bisschen negativ stört, sind die sehr matschigen Felsen. Also das ist jetzt hier wirklich schon, das ist sehr groß, der Felsen. Ne? Also er ist schon sehr matschig dann teilweise. Ich weiß nicht, warum die so matschige Felsen dahingestellt haben. Teilweise, manchmal nicht, manchmal schon. Das ist sehr krass. Und was ich auch ganz schön finde,
ist so ein bisschen diese Natur, also dass es so mit Wasserfällen gemacht wurde. Und wir haben auch da hinten dann noch, bei diesem hinteren Grundstück hier, einen wunderschönen Wasserfall, richtig, richtig schön mit Rainbow hier auch dabei. Und das solltet ihr mal nachts vorbeigucken. Da gibt es auf jeden Fall so ein bisschen was zu entdecken. Zufällig passiert das bei Nacht. Also wirklich schön hier die Umgebung gemacht und sehr weitläufig auch, wie man hier sieht. Ne? Drei Grundstücke gibt es hier in dieser Nachbarschaft und weitläufige Umgebung mit dazu. Plus Phantomhöhlen. Okay, dann gehen wir in die nächste Nachbarschaft. Und hier ist noch das Schild, ne, genau. Das zentrale Schild, wo man alles so machen kann, planen kann, gucken kann. So. Also es ist wirklich auch sehr groß. Das sieht jetzt, finde ich, so klein aus, weil die Wege sind relativ breit, ne, wenn man den Reiter anguckt. Und ja, es ist jetzt nichts Besonderes, aber schon sehr schön gemacht und sehr groß auch für Sims 4. Dann gehen wir weiter in die nächste Nachbarschaft. Dann gehen wir mal in das Städtchen, würde ich sagen. Können wir hier mal zum, gehen wir hier mal zum rostigen Hufeisen, unserem Nachtclub. Wie gesagt, die Ladesequenzen sind gekürzt. Das ist so ein Grundstück. Die Grundstücke haben übrigens auch Creator aus der Community gebaut. Also YouTuber und so weiter aus verschiedenen Regionen. Das heißt, schon mal wieder niemand dabei, wie immer irgendwie. Dann deutschsprachig. Dann haben wir ja, verschiedene Gebäude. Es ist wirklich hier schön gemacht, das Städtchen. Wir fangen hier mal an. Also richtig schön gemacht. Leider sind ja die Nektar, also die Traumobjekte, nicht solche schönen Weinreben, sondern es ist alles nur Deko hier. Also es sieht wieder schön aus, aber wirklich was machen kann man hier nicht. Es ist nichts anklickbar, aber man kann hier natürlich grillen, ne? Picknicktische gibt es hier auch zum Essen. Wirklich schön gemacht hier mit diesen Steinen. Texturen auch und Objektformen. Richtig, richtig schön gemacht. So kleine Gärtchen haben wir dann hier auch noch, wo irgendwie nichts Anbaubares zu finden ist. Hier das Städtchen an sich, zum schönen Tor. Kunstobjekte haben wir hier. Es ist aber alles, sind alles Rabbit Holes hier. Also es ist kein Dings, und also Dekohäuser. Und es gibt so ein paar Rabbit Holes. Hier kann man das Outfit ändern und planen. Es gibt Toilettenhäuschen. Hier, wie gesagt, ist halt ein Grundstück, ne? Und dann gibt es hier so einen Shop. Auch der ist leider kein Shop, sondern auch ein Rabbit Hole. Also die Sims gehen da rein und dann wählt man es im Menü aus und kommt wieder raus. Das Reitzentrum ist hier. Auch hier kann man eben die Sachen machen, die man so machen kann. Mehr dazu im Gameplay-Video. Und hier das Schild, wo man die Aufträge annehmen kann und so weiter. Das ist ja auch noch ein Grundstück. Und hinter dem Reitzentrum gibt es dann auch noch so ein paar Objekte. Aber Rabbit Hole hier komplett hier. Es gibt dann noch so ein bisschen hier was, aber da kommt man auch nicht weiter. Also bis hier hin und dann geht es nicht weiter. Es ist schon um das Städtchen hier so gemacht. Und auch hier ist nur wieder schon Deko. Also es ist nicht so, dass da hinten kann man nicht hingehen. Ne? Das ist alles hier noch dann. Hier ist dann zu Ende. Hier haben wir dann noch so ein kleines Häuschen. Und ja, das war es dann auch. Also hier ist auch schon Ende Gelände, hier gibt es nichts. Aber es sieht immerhin ganz schön aus, finde ich, so im entfernten Gelände. Aber ist natürlich ein bisschen schade. Hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht. Hier kann man auch noch einmal drumherum reiten. Ja, es ist immer so, dass es so ein paar Reiterwege gibt es dann noch, dass die da schön ausreiten können. Drumherum auch in jeder Nachbarschaft, auch in dieser Stadt hier. Also es ist eher so ein bisschen durchreiten gut. Und aber mehr ist das jetzt auch nicht wirklich. Dann gehen wir mal in die nächste Stadt, in das nächste, die nächste Nachbarschaft. Da können wir mal uns, gehen wir mal hier hin einfach. So, Ladesequenzen gekürzt, wie gesagt. Hier gibt es dann auch noch so ein Starterhäuschen. Man hat dann, also ist immer dann auch so wenigstens gut gelöst, finde ich. Wenn das Grundstück schon relativ klein ist, gibt es wenigstens überall in der Welt diese Sprungobjekte, die ja relativ viel Platz auch brauchen. Jetzt gibt es hier wieder so ein bisschen weitläufiger, also schon sehr weitläufig eigentlich für Sims. Ne? Überall so Grundstücke dann dazwischen, und dann dahinter gibt es dann oft auch nochmal so Wiesen, ne, wo man dann auch das Gras ernten kann. Oder hier kann man dann auch nochmal die Pferde tränken, und es ist fürs Reiten und so ganz süß gemacht. Hier ist Durchgang verboten, das Ende Gelände. Man hat hier dann noch, das ist das Grundstück, wo wir waren, man hat hier dann noch dieses große 64x64 Grundstück. Auch da gibt es in der Umgebung dann wieder so ein paar Reitelemente. Übrigens ist es so, dass man nicht ein Parcours laufen kann, sondern man reitet immer, man übt nur immer an einem Objekt, ne? Und dann
muss man das nächste anklicken, dass es dorthin geht. Aber es gibt keinen Parcours, den man irgendwie so durchlaufen kann oder so. Und hier oben gibt es nochmal ein Grundstück, was ich auch sehr schön finde hier, ne, mit dieser Deko wieder. Und aber man baut Trauben und andere Früchte für die Nektarherstellung baut man ja an. Und das sind ja die Objekte oder die Pflanzen aus dem Base Game. Also das sind ganz normale solche Büsche, wo man dann die Früchte ernten kann. Aber sehr schön gemacht, muss man wirklich sagen. Also haben sie echt wieder schick gemacht. Aber mehr ist dort auch nicht. Also es sind so quasi die fünf Grundstücke hier um diese Mitte. Das ist so ein kleiner Bach. Ne? Also hier ist ein Grundstück, da ist ein Grundstück, hier ist ein Grundstück und da ist ein Grundstück und da das leere 14x64. Und es ist so ein bisschen eingelassen mit diesen Flüssen. Aber that's the case hier. Die Ecken haben wir angeguckt. Hier ist noch in der Mitte vielleicht nochmal ganz süß hier gemacht. Hier, ja, da haben wir auch schon geguckt. Klohäuschen gibt es noch. Und ja, so Deko-Wägen kann man leider auch nichts mitmachen. Wurde auch gefragt, kann man damit was machen? Brücken ganz schön aber gemacht. Aber so ist es. So sieht's aus. Okay, das war die Welt. Bitte gerne mal kommentieren, wie ihr das findet. Ihr habt es ja schon rausgehört, wie ich das finde. Ja, so Mittel. Eher klein, bisschen kleine Grundstücke. Hätte man ein bisschen was Interessantes noch in die Umgebung reinmachen können. Aber ansonsten ist es halt eine Reiterwelt, ne? Mit Reitwegen, mit Reitpfaden. Und ja, Daumen nach oben nicht vergessen. Gerne das Pack kaufen über den Link in der Videobeschreibung von mir. Damit unterstützt ihr mich, ohne mehr bezahlen zu müssen. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Anderen Special oder jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Ganz viel Spaß. Euer Daniel. Macht's gut. Ciao.